Was haben wir denn? Ja, dann auf geht's. Fahren wir mal zum Depot. Gerade verpasst. Fahrrad steht noch da. So, der Kaffee haut ganz schön rein. So. Tausend fünfhundert. Was war denn das da gerade? Keine Ahnung.
Guten Abend. Hallo. So, so jetzt. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Schön gestanden hast du da an diesem Medikal, nicht wahr? Hallo. Bitte? Hallo. Ich sage nur, schön gestanden hast du da an dem Medical Department. Ja. Ich mache nochmal Nord 1. Okay. Einen guten Tag, herzlich willkommen bei Los Santos Transit. Hallo. Im Verein für Sonderlinge. Bleibt alles so, ja, ne? Ja, wer ist hier Sonderling? Können wir so lassen, von mir aus. Dann machen wir die Runde vor der Betriebsdingens noch. Oh, genau. Ich fahre eine Runde mit, wenn das okay ist. Ja, muss ab, ich nur aussuchen, wo. Abgelöst. Abgelöst. Dann ich, aber dann, wenn dann ziehe ich mich mal schnell um. Oder Moment, ich könnte ja eigentlich eine Runde fahren. Aber das ist jetzt ein bisschen kurz, ne? Na, sieht so, hau die Hand nicht her. Mensch, du bist ja schnell wie der Blitz, ey. Henry, wie sieht's eigentlich mit deiner neuen City-Erkenntnis aus? Schrecklich. Also da wäre ich jetzt natürlich dabei, wenn du mir die zeigen kannst. Ja, dann müssen wir es nur ändern. Müssen wir City 2 rausnehmen. Kann ich auffahren. Also eine Runde lernen, das wäre nicht schlecht. In der Tat. Eine Tat, die in der Tat ein in der Tat. Ja, wenn wir das machen möchtest, dann können wir das jetzt noch machen. Weil eine Vorerfahrung hast du ja ein bisschen, ne? Nee, du bist schon mal mitgefahren. Ja, genau. Unsere Runde bestand aus, das machen wir dann das aber anders. Das ist jetzt eine Sondervariante und das zeige ich dir nur jetzt. Ach so. Müssen wir nochmal. Nee, du hast es falsch verstanden. Wir haben bei dem Zeigen haben wir abgekürzt, weil die Runde mit Flughafen Lissabon-Vespucci bleibt ja gleich. Hm. Genau. So, ich gehe zum Bus. Ja, bis später hier. Gute Fahrt euch. Ja, danke. Gute Fahrt. Also welchen nehmen wir uns? Dann fahren wir mit dem Blau mit dem Roten, oder? Ja, wahrscheinlich ja. Na dann, los. Dann fahren wir beide City 1 und ihr biegt irgendwann ab. Nee, ja, gleich. Der schon ab. Ja, mein ich. Wir fahren dann quasi außer der Runde, ja. Ganz genau. Nehmen wir auch den roten, weil der sowieso nur 3 Balken hat und dann können wir den gleich tanken. Ja. Mal gucken, wo wir uns dann wieder treffen. Ja, ja. Wenn wir uns treffen. Ja, aber ich glaube, du fährst, glaube ich, Cypress Flats ganz knapp vor uns weg. Ja. Wollen wir mal gucken, das interessiert mich jetzt mal. Ja, na gut, dann Henry, auf geht's. Ja, mich interessiert das auch, wo wir fahren. Ach so, was hast du denn da drüben gemacht? Ich dachte, du hast dafür den Knopf gedrückt. Nicht verschlucken hier. Ich ändere eben Venture noch. Das ist auch immer so, was weißt du, den einen Tag willst du gemütlich einsteigen, da steigst du einfach gemütlich ein, den anderen Tag wieder nicht. Ja. So. Immer wie man sich fühlt. Ich vergesse immer deine Nummer, die muss ich jedes Mal nachgucken. Die 15 und die 12 auf dem roten Bus, Ausbildungstour in Neue City 1. Oh, den tanken machen wir auch gleich. Ja, ja, das
deswegen nehmen wir auch den. Na, wie fährt's eigentlich das Auto? Geil. Der Wahnsinn. Und es ist alles, wie ich es wollte. Es ist genau so ein schön schmoves Auto. Okay. Ja. So, wir fahren jetzt hier... Das ist aber jetzt die Strecke, wo wir lang müssen, oder? Nö. Jetzt auf jeden Fall rechts rum zum Stadtpark. Ja, erstmal zum Stadtpark und dann fahren wir links rum, ne? Genau. So, warte mal. Genau. Also, hier... Ich muss schon gestern, glaube ich, noch 4 oder 5 Runden Ausbildung eintragen für Lukas. So, oh, meine Hupe ist besser. Die Note 1 ist auch immer komplett nach links rüber gefahren. Okay, dann fahren wir mal komplett nach links. Aber das Gute ist, die Baustelle ist sicher, jetzt kannst du komplett hier gleich, dann gleich auf die rechte Spur, bis auf, also in der Hauptsache zum Taxi nicht mehr. Doch! Direkt auf der Spur stehen bleiben. Hast du jetzt mal einmal gehupt, um zu ja. demonstrieren, ey, verpiss euch? Ja. So, und geradeaus über die Brücke. Genau, die Brücke habe ich noch im Kopf. Das wird wahrscheinlich erst nächste Woche Sonntag offiziell dann genötigt kommen. Ah, okay, na gut, dann können wir noch ein bisschen üben die Woche. Genau. So, da vorne muss ich nicht links, ne? Nicht rechts. Doch. Doch, okay, rechts. Ich glaube, beim letzten Mal war es im Dunkeln, ne? Ja, nicht nur im Dunkeln, das war auch, ich fand, also ich habe mir wenig merken können, glaub, der steht da geil. Ja. Kannst du nicht merken, wenn du von der Brücke runterkommst, gleich rechts, so. Genau, hier sollte nichts rauskommen. Genau, und beim nächsten aber. Ja, weil, also wenn aus dem Freeway-Eingang was rauskommt, hat sich jemand dolle verfahren. Genau, so und da vorne haben wir die Haltestelle, die erste. Wie hieß die? Die hieß irgendwie... La Mesa. Das ja. Pass auf, fahr nicht so schnell rein. Ganz sachte, der guck. Macht dann, der kippt da richtig weg. Mit Gefühl. La Mesa. Und dann kannst du jetzt schon links rüber und kannst gleich schön mit Schwung links herum. Das sieht enger aus, als es ist. So eng ist es nicht. Kannst du auch schön ausholen. Das sag ich ihr auch immer. Meinst du das mit dem Engen? Nein, dieses. Was? Boah, Entschuldigung, ich hab heute ein bisschen. Was hast du im Hals? Nee, also. Ihr könnt vielleicht auch schon fast am Lenkrad gestorben. Oh Gott, was? Genau. Ja. So, also, und jetzt fahren wir. Du musst natürlich aufpassen, ne? Wenn die jetzt hier rauskommt, ist halt doof, ne? Ja, fahren wir jetzt rechts oder links? Ja, rechts, ne? Genau, rechts rum. Ah. Und jetzt schon voll auf den Pinsel drücken, weil hier geht's ja hoch. Jetzt kommen wir nie hoch. Jetzt schon voll auf den Pinsel, das ist ja. Ja. Wobei also der rote, das ist ganz okay, ne? Links halt Elborough Heights und hier rechts rum. Ja, das war nicht bekannt. Schon mal mitgefahren. Beim Tacoladen, nee, beim Tattoo-Laden. Ja, ich bin schon mal mitgefahren, ja. Aber wie gesagt, ich habe mir nichts gemerkt. Ja, hier rechts wäre die Haltestelle gewesen. Schwer zu erkennen, ehrlich gesagt. Ja, da sind wir, also John meinte, sind noch Häuser im Auftrag, Haltestellenhäuschen. Ne? Na und so. Markierungen. Ja. Überhaupt, ne? Ganz, gar nichts hier. Auch die. Sonst haben wir immer an ja, den. An den noch. Kommt noch. Sonst haben wir immer rote Linie hier. Ja. So, hier, Achtung, rechts vor links und dann direkt ein Stoppschild. Das ist auch, also wer sich die Straßenführung ausgedacht hat, ist auch sehr clever. Ja, dein Highway-Eingang. Dürfte nicht rauskommen und dann hast du hier vorne ja Highway Abfahrt. Ja, man sieht es aber gut, ja. Einsehen, dann links halten und vorsichtig da runterfahren. Also mit 30 Meilen geht, alles was schneller ist, solltest du wirklich aufpassen, links rum. Ja, das Link hatte ich sogar noch im Kopf. Und diese ganzen Schlaglöcher hier. Hier will man aber auch nicht schneller fahren, ne? Theorie bist du schon zu spät. Ja gut, auf Zeit gucke ich gerade gar nicht. Hier rechts rum. Wir kürzen ja noch wieder ab. Rechts, 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 rechts. Hier ist Haltestelle. High plus jetzt. Der Name sollte geläufig sein. Ja, ich versuche gerade... Betriebsstörung, okay.
gerade zu überlegen, wo wir denn sonst immer waren. Also jetzt links rum, ne, wäre jetzt zum Flughafen, ne? Fahren wir da hin? Nee, links rum wäre zur Kartbahn. Zum Hafen. Wenn du den Weg kennst, wenn du den Weg nicht kennst, kannst du hinfahren. Wenn du den Weg sagst, du kannst den Weg, brauchst du nicht hinfahren. Wir fahren ihn nochmal jetzt, der komplett halt. Haben wir noch genug Zeit? Ja, ne? Ja. Okay. Dann tritt jetzt mal richtig aufs Brett und dann kannst du auch mal runterfahren. Dann tritt mal richtig auf die Tube. Du, das ist ein Bus, ne? Weißt schon. Also. Ja, das ist auch sowas. Irgendwie haben alle Fahrzeuge softwaremäßig und draußen rausbekommen, sind alle schneller geworden, wo es rechts so wohl bringt. Nur unsere Busse nicht. Das ist traurig. Weil meine Bati zum Beispiel hat auch ein Software-Update und ist auch schneller geworden. Nein, die Dinger werden nicht mehr so lange halten, ne? Wenn sie. So, jetzt muss ich hier rüber, ne? Kannst du. Muss nicht. Ich fahr jetzt hier ab, oder? Nein. Deswegen sage ich immer erst ab hier rüber, bis auf die rechte Spur. Weil man hier. Ah, ist klar, okay. Deswegen sage ich immer, bleib so lange links und wechsel erst hier unter den Schildern rüber, ja. Weil dann kannst du dich nicht verfahren. Ich habe jetzt hier schon die Schranken gesehen, da dachte ich, ich muss schon raus. Ah, ich erinnere mich an das Loch hier. Ja. Runterfahren. Ja, wahrscheinlich fällt er dann und steht dann da einfach, der Bus. Ja, was ich hier mal echt krass finde, ist halt hier jetzt, was du jetzt gleich sehen wirst, hier mit der Keilmauer und den Wellen, wie hoch die sind, dass das ja fast überschwappt. Ja, ich finde das hier so, das sieht, also optisch ist es auf jeden Fall cool. Alter, ja, aber. Aber heute geht's. Ich kann hier nicht arbeiten, wenn hier das Wasser mal über die Mauer tritt. Ja, hier kannst du ja auch aussuchen, ich würde einfach auf der Spur bleiben. Aufpassen, Schranke gehen hoch. Nur manchmal ist es, also wenn du einen Fahrgast eventuell hast. Genau, der kann sagen. Ansichtssache sein, dass beim Fahrgast die hochgeht, bei dir nicht hochgeht oder andersrum. Das ist aber dann nur so Ansichtssache und Einbildung. Ja. Und wenn du dir einbildest, dass sie nicht hochgeht, einfach dann langsam vorsichtig durchfahren. Ja, okay. Jetzt fahren wir hier rum, ne? Links, genau. Also dann fahren wir jetzt einfach nur die ganz normale City 1, die neue, und dann passt es. Geradeaus und dann links. Drei zurückfahren ist dann kompliziert. Genau, hier einfach geradeaus. Hier brauchst du noch nicht mal aufpassen, weil die haben alle rechts ein Stoppschild. Das sind sowieso warm. Dann hier bei dem Park hier links rum. Genau. Ohne dass wir parken gehen. Und hier ist die Haltestelle dann direkt. Genau, aber nicht auf das Schwarze drauffahren, sondern. Ja. So, ne? Genau, rausfahren ist wieder gegen das gleiche Schranken wie durch die andere Schranke. Auch das mit der Einbildung. Dass hier ein bisschen enger ist und du aufpassen musst, da die ganzen Überwachungskameras. Dass du die nicht abfährst. Tja, das ist hier wirklich. Genau. Jetzt fährst du erstmal so weit die Kurse hoch, bis du dann nach Rancho abbiegst. Genau, dann nach links wieder rein, nach Rancho. Ja, jetzt hier nochmal das Wasser, das sieht einfach cool aus. Also rein optisch ist es schon schöner. Aber wie oft wird das eigentlich passieren, dass wir hier dieses Stück fahren? Was? Wie bitte? Wie oft wird das eigentlich passieren, dass wir hier das Stück lang fahren? Ja, wenn jemand anrufen abholt, dann muss. Also du darfst halt. Ich würde sagen, nicht so oft. So, ist ein bisschen besser. Ich habe mich ein bisschen leiser gedreht. So, auf nach Rancho. Ja, genau. Und der Rest ist jetzt ganz normal, oder? Erstmal ja, bis das Pucci Caneda. Ja. Dann weil ich noch nicht gehört habe, dass Hagel von der Betriebsstörung zurück ist, nehmen im Notfall wir die Leute mit. Boah, ey, gestern Abend, meine letzte Runde war echt krass. Ich habe gestern nur eine Runde hingekriegt. War denn mit der Mule gerade nicht in Ordnung?
Der ist gesehen? Geheizt, ne? Der ist ganz schön flott unterwegs. Alter Schwede. So, jetzt kannst du aber ruhig an der Haltestelle vorbei brettern sogar. Ja. Den Flughafen werden wir aber nicht fahren, weil wir werden ein bisschen abkürzen. Siehst du, da haben wir schon wieder. Was? Und da soll man sich das merken. Was? Wie merken? Die neue Strecke. Aber mit dem Abkürzen, ja gut, die Runde Flughafen und ACLS, also Henry, wenn du die nicht kannst, ne? Na doch, weiß ich. Nochmal Azubi. Ich, es ist einfach, man kriegt's nicht raus, ne? Man will anhalten. Ja. So, dann fahr ich da vorne rechts, oder? Du fährst auf der Spur. Genau, dann vorne rechts. Anstatt da, wo wir zum Flughafen entlangfahren, fährst du einfach da vorne die Schräge da hoch. Ah, jetzt hier rechts ab. Nee, geradeaus, sondern jetzt hier rechts ab. Ja. Achso, ja, die habe ich gemeint. Okay. Ja. Und rechts ist Spur, 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 genau. Ja, sonst fahren wir in die falsche Richtung. Ja, jetzt sollen wir natürlich nur den Flughafenkreis und den ACLS drehen, weißt du? Ja. Jetzt kommen wir bei La Puerta raus, ne? Genau, jetzt sind wir auch fast wieder in der Zeit. Genau, jetzt kommen wir La Puerta raus. So. Okay. Naja, so langsam entwickelt sich ein gewisser Orientierungssinn. Aber besonders jetzt hier bei diesen Autobahnen, das ist ja unfassbar kompliziert. Also, Little Soul brauchen wir auch nicht hinfahren, ne? Du kannst dann jetzt gleich zum Beach abbiegen. Oder kannst du, wenn du richtig Bock hast, sogar geradeaus bis, bis Pusche kann ich, nee, fahr lieber mal Harry hinterher. Ja. Jetzt bist du wieder in der Zeit drin, ne? Mhm. Darfst du jetzt nur nicht überholen. Wir sind außerplanmäßig. Und wir fahren einen Bus. Trotzdem sind wir außerplanmäßig. Wir fahren ja gerade keine offizielle Strecke. Weißt du? Naja, die Fahrgäste suchen sich das jetzt aus, wo sie einsteigen. Nee, deswegen fahren wir ruhig langsamer, dass sie auf jeden Fall wendbar ist bei Harry einsteigen. Also nochmal, wir fahren einen Bus. Es ist hier keine Gefahr, dass ich irgendjemanden überhole. Der ist langsam. Ein anderer Bus. Ja, aber das ist der schwarze Bus, der ist doch viel schneller wie unsere. Nein, der hier, du fährst gerade den stärksten, den wir haben. Ehrlich? Ach, so ist nicht mehr so gut. Oh, Harry hat er, glaube ich. Der steigt jetzt bei uns wieder ein. Ja, hat er. Das wäre witzig. Was ein Vogel, ey. Steigt ein, hört Small, steigt aus, ey. Ja, das kommt ja mittlerweile vor, ne? Der war bestimmt beim Zahnarzt und konnte nicht sprechen. Henry. Na, bleibt da, wo er sei. So. So, Vespucci Kanäle, wie geht's dann weiter? Ja, da wo Harry abbiegt, fährst du bitte geradeaus. Das heißt, du, Harry geht ja auf die Spur links rüber. Und fahr einfach vorbei, schnell. Naja, aber ich will doch den vielleicht. Ey, du hast Vorfahrt gehabt, ne? Wenn der von links kommt, hast du Vorfahrt. Naja, ich weiß, aber es hat sich trotzdem angeboten. So. Okay. Dann fahren wir gerade. Guck mal so rein aus Prinzip, ne? Bist du gerade in den falschen schwarzen Bus eingestiegen? Achso, okay, ich dachte. So. Ja, kannst du ja auch so, und da kommt gleich noch ein roter Bus vorbei. Ob du schwarz oder rot fahren willst. Ja. Du sagst mir wo, oder? Ja, Henry weiter geradeaus. Ja. Bei Isen. Eventuell. Jetzt wär's nur der Schwarze. Du musst links rum. Der Schwarze kommt zuerst. Nur dann links halten. Ja, bei Rockford Hills, ja. Links rum.
Boah, Hilfe. So, und hier? Riecht auf den Pinsel drehen. Schön der Spur von hier ist. Achso, ja, Stoppschild ist nicht für uns. Ja. Nein, ist wichtig, weil das zeigt dann nach links. Schön auf den Pinsel, da vorne links abbiegen. Jetzt tritt mal recht doof auf den Bus. Hier links. Muss ja so, als ob wir. Ja, genau, links. Also ich weiß nicht. So ein Bereich, wo du aufpassen musst, da kann es passieren, dass Leute sehr auf Toilette rennen müssen. Hier so der ganze Bereich. Leute gehen hier gerne auf Toilette. Und dann ist hier die Haltestelle. Kannst du vorbeifahren. So. Jetzt kannst du theoretisch ausmachen, ob du hier rechts fährst oder fährst gerade aus dem Duell, kannst du raussuchen. Die Haltestellen hier gibt's dann nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. So, jetzt. Kannst du geradeaus? Ja. Wenn ich nichts sage, fährst du einfach geradeaus. Links? Entschuldigung. Ja, zum Duell. Hast du die Karte noch nicht angeguckt? Ich hatte noch gar keine Zeit. Aber ich hab sie und ich werde es nochmal machen. Ja. Wir fahren noch selber. Vorbeifahren. Fahr ruhig, jetzt sind die Einstellung, aber halt nirgendwo an. Außer eventuell Weinwood West, da könnt ihr Lukas spielen. So, jetzt noch Morningwood, oder? Del Perro Morningwood, ja. Da kannst du dann vorbeifahren an der Haltestelle. Der Haltestelle bitte vorbeifahren, nicht anhalten an der Haltestelle. Bitte an der Haltestelle vorbeifahren. Dankeschön. Ja, ist gut, wie du das machst. Das musst du auch. Wenn du mal 2-3 Minuten Verspätung hast, durch dieses Vorbeifahren, also ohne anzuhalten, kannst du die Zeit tatsächlich wieder rausholen. Ja. Komplett rausfahren geht das dann. Jetzt kannst du sowieso auf der linken Spur bleiben, weil wir halten ja Morningwood und Richmond ja nicht an. Ja. Ja. Na, eigentlich müssen wir jetzt sowas von Boulevard sein, du Frecher. Du. Ach, jetzt auch Verspätung. Ich wollte gerade sagen, warum hältst du aber nicht so ein Stoppschild? Weil es ein Stoppschild ist! Damit einer zusteigen kann, ist doch klar. Jetzt haben wir eigentlich wieder gut eingeholt. Ja. Guck mal, theoretisch müssen wir jetzt beide durchstehen. Harry hat sowieso grundsätzlich, also hat jetzt gerade aktuell eine Grundverspätung. Und weil er aber überall halten muss, wird er die auch nicht mehr rausfahren können. Also du kannst, auch wenn du überall anhältst, kannst du auch noch ein bisschen tricksen. Ich habe es sogar geschafft, mit 2 Minuten Verspätung, 1 Minute zu früh da zu sein, trotzdem überall angehalten. Das geht auch. Das Ding ist, du stehst, also du tippst die Bremse an, kaum dass du stehst, fährst du sofort los. Ja, ich hatte gestern ab Alter eine ordentliche Verspätung und da habe ich dann ein ganzes Stück zwischendrin einfach weggeschnitten von der Strecke und habe dann doch wieder pünktlich gefahren. Das kann man auch machen. Wo wäre das hastig gewesen, wenn du jetzt einfach dann vorbeigefahren wärst? Nein, das machen wir nicht. Er hat die Linie. Ja. So. So.
Ja, blinkt sogar. Ja, ich blinke auch manchmal, wenn ich Bock habe. Ja, wenn ich die Linie alleine fahre, dann mache ich das tatsächlich auch ab und zu. So, also, wenn du Fahrgäste hast oder so, dann konzentrierst du dich eher darauf, dass du wirklich pünktlich fährst und so weiter, anstatt um so einen scheiß Blinker. So, gestern habe ich ja auch die Linie gefahren und dann hatten wir zwischendrin auch noch eine Betriebsstörung. Und genau, dann habe ich abgekürzt. Alter. Alles vollgeparkt hier. Ja. Ja gut, aber manche parken halt so, nur nicht zu lange, halt, weil viele wahrscheinlich schon abgeschleppt worden sind. Ja, wir müssen parken. Wir müssen tanken. Den kleinen Speedo oder was das ist, den habe ich schon voll über Harry im Bus gesehen. Ja. Oh, du könntest jetzt völlig wissen anfangen, was denn hier durch Schwarze muss. Das hat eine halbe Stunde verspielt. Oder bin ich eine halbe Stunde zu früh? Soll ich schieben? Du kommst doch selbst nicht hinterher. Na, jetzt nicht mehr. Das wäre jetzt gemein gewesen, wenn er mal kurz gebremst hätte. Denk dran tanken, ne? Ja, ja. Komm vorbei, ruhig. Mach. Bring den Move nach. Ich hasse es. Hättest du vorhin auch einfach links bleiben können. Hat er nichts gesagt. Was nimmt am besten meine Tankspur, wer Harry nimmt immer die linke. Dang. Welche denn? Die ja, hier. Genau die, auf die du zufährst. Ja, genau die. Wer Harry nimmt meistens die linke. Aber ich finde die hier viel schöner. Ja, siehst du. Oh, pass auf, fahr ruhig weiter vorne, ne? So wie Harry das auch macht. Roter Bus, Tankstopp. Tankstopp beendet. Ja. Siehst du, wenn du jetzt nicht rumziehst, du kommst viel besser raus. Ja. Denkst du, hältst aber nicht an der Haltestelle, bleib auf der linken Spur. Vorbeifahren. Ich sehe sie im Spiegel, fährt er auch einfach vorbei, der Troll? So, warum denn? Oh, Henry! So, und jetzt geradeaus, oder? Ja, du kannst geradeaus fahren. Ja, genau. Er muss aber tatsächlich. Da fahr ich lieber hier drüben, da rumpelt's nicht so. Ja, und dann kannst du auch. Nord 1 ZOB. Soll ich hier rein? Nee. Doch, kannst du, wenn du willst. Also ja, wäre ja deutlich kürzer, deswegen. So fahren wir, wenn das MD umgezogen ist, fahren wir dann immer so zurück. Alter, was denn?
Denk an Schrittgeschwindigkeit, ne? Muss zu Ärger kriegen. Und was mit dem Bus? Notbus, ein bisschen gedreht, ne? Das ist bestimmt der DQ. Da ist der Teufel drin. So. Jetzt habe ich ganz kurz überlegt, ob ich die Türen einfach zumache. Du bist böse. ja, City 1, glaube ich, müssen wir noch eine Runde drehen. Dann können wir noch City 2 machen. Ja. Ja? Oh Gott, City 2. Komm, Kruschelfix. Stimmt, Essen fassen. Ja, ist doch wichtig. Also stimmt. Ja, in der Tat. Und noch Harry oh machen. Gott. Ich bin nicht so alleine. So. Oh, er war dran. Guten Tag. Guten Tag. Na? Tag. Da ja. Saßen so zwei Damen noch bei mir mit im Bus. Falsch. Erzähl mal was Neues. Ja. So. Er wollte nicht aussteigen. Wer? Gut, dann gehe ich mal schnell. So. Wegen den zwei Damen. Würde ich auch nicht wollen. Ach so. Essen fassen. Da drüben. Passen, essen, passen, essen. Kuschelfix. Kuschelfax. Hast du den Stadtpark rausgelassen oder was? Nö. Die sind oben am Medic ausgestiegen. Ach so. Die wollten nicht runterfahren. Tag. Hallo. So, was darf's sein? Zwei Käsebagel und zwei Kakao. Dann mal Kakao. Kommen. Wunderbar. So, ich glaube, ich schnapp mir nachher nochmal den Plan und guck mir das nochmal an auf dem Plan. Geh schon mal rein. Jo! So, zwei Käsebagel und zwei Kakao. Peter im Norden. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Grüße. Ist fresh. Ja, genau. Ich nehme. Jo, hallo! Arbeiten Sie hier? Ja. Ach so, okay. Also, zwei Kaffee. Und ich muss Trinkgeld holen. Der nette Herr Wort. Was? Der braucht Trinkgeld? Ja, ich gebe dir ab und zu, gebe ich dir nochmal ein bisschen zu. $20 Trinkgeld, die kriegen es auf der SC bezahlt. Guck die Karawane an da. Autos heute, ey. Hallo. Hallo. Ich danke dir, super. Wann machst du am besten Kamin? Der nächste Herr, dieselbe Dame. Hallo. Wo
Boah, ist der Parkplatz ja voll. Hallo. Hast du kurz nochmal mit? Wen meinst du? Hallo? Hallo? Ah, was? Was ist los? Was ist? Matt. Matt. Ich glaube, er hat Husten. Ach, geh mal. Stimme säubern da. So. Warum sieht Martin eigentlich so halb aus wie Tilo? Was? Ja, Martin mit seinem Mantel. Da fehlt der Hut. Da fehlt der Hut und der Schaden muss weg. Aber stimmt, der Parkplatz sieht wirklich toll aus, wenn er voll ist. Das wäre doch was, oder? Stell dir das vor, wir haben einfach dann nicht nur zwei Linien, sondern oder vier Linien unterwegs, sondern irgendwie sieben, acht. Gott. Alles voll hier, Parkplatz. Aber wie viele Bänder haben wir hier? Nee, stimmt. Hallo. Blockieren alle die Parkplatz. Hallo. Ich. Oh. Blockieren alle die Bänder den Parkplatz. Was passiert noch? Thunder! Thunder! Ich will auch so eine Weihnachtsmütze haben. Also eigentlich sollte das jetzt von der Lautstärke gleich sein. Also jedenfalls laut meiner Pegel hier. Wenn die denn stimmen. Ich möchte ja wohl. Wie heißt dieser Laden noch? Keine Ahnung. Welcher Laden? Wo es die Masken, die ihm Weihnachtsmützen gibt. Ja, wo gibt es die? Der James hat sich eine geholt, der wüsste das, glaube ich. Ah, okay. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Hat der Arme da einen Kopfverband um den Kopf? Ja, sieht so aus. Was ist da passiert? Wer ist denn das? Oh Mann, ob der das auch gerade gesehen hat? Dass dieser Crucial Fix Wagen da sich gerade bewegt hat? Der hat hinten ist er ausgefedert, ist vorne ist er eingefedert. Oje, oje. Soll eine Mütze sein? Ja, ja. Rotation ich hab's beim Hutmacher. Sieht doch grün in der Sau wie ein Kopfverband. Ja, bei Tom sieht das, glaube ich, nur so hoch aus. Ja. Hutmacher. Beim Hutmacher gibt's den. Hutmacher. Ja, und bei Masquerade gibt's noch so eine ganz komplett roten. Wo ist der Hutmacher? Der Hutmacher ist zwischen der Morningwood und der Richmond Haltestelle eine Straße südlich. Ich habe mir jetzt nur so eine Regenjacke zugelegt, weil es hier ja die Tage die ganze Zeit gestürmt hat. Mhm. Hast du noch was für unsere Uniform hier, ne? So eine Jacke, so ein Park. Ja, so ein Parker, ja, ja. Irgendwie sowas für Regen, das wäre schon echt toll. Genau. Und gleich mal in der Dienstbesprechung anbringen hier. Ja, mach mal. So, wollen wir rein oder was? Ja, geh mal rein. Ja. Ja, aber. Was für Autos hier rumstehen? Ja, hier ist die Sonne hinter dem, das ist warm. Ja, ist wie beim Aquarium, einfach nicht von außen aus Glas hauen. Da erschrecken sie sich, die Einwohner. So. Man in Black. Ist die Los Santos Booze Mafia? Ja. Booze Mafia. Bisschen grauer noch, ja. Wer soll denn vor uns Angst haben? Ich. Was? Das ist jetzt die Frage, wer ihn so oft gewaschen hat. Kann er ja gar nicht verstehen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Jo.
Gute. So, gut, dann starten wir schon mal. Ach ja, so, ihr Lieben, gucken wir mal. Ich muss den Matt noch fragen. Das ist RDP bei euch die letzten Tage auch so langsam. Ecker, das von... Oh ja. Ja. Die Bekannte von ihm ist. So langsamer als sowieso schon, aber... anstrengend. So. B-Sprechung mal. Henry? Ja, so, dann geht das los. Anwesenheitsliste. Hörst du mich, okay? Ich bin da. Ich hab irgendwas im Hals gehabt. Martin ist auch da. Jawohl. Gut, 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 gut. Jack ist, glaube ich, im Urlaub, richtig? Ja. Richtig. Ja. Okay, 04? Anwesend. Ja, mach mal klar. Dann ist da. 06? Jo. Ist du City 1? 7? Die neuen Dings, bist du fertig? 8. Okay, okay, jawohl. Dann passt mit dem gelben Punkt. Okay, ich wollte. 09. 09, bitte mal schauen, ob er irgendwie Urlaub ist oder so. Nee, Urlaub hat er keinen. Bitte unentschuldigt. 10. Auch kein Urlaub. Entschuldigt. 11. Yes, sir. Die 12? Ja. Oh, 13? Ja. 14? Ja. 15? Ja. 16? Hat keinen Urlaub. 17? Ja. Ja. 17, ei, ei. Hallo? Ei, ei, hier, hallo, hier. 18? Haben wir nicht. Also die Person gibt es zurzeit nicht. 19? Ja, anwesend. Harry ist da. Dann die 21. Urlaub. Hallo? Ja, hier. Bin da. Ah, 23? Hat auch keinen Urlaub. Ist aber entschuldigt, okay. 24? Anwesend. Und die 25? Haben wir nicht. So. 409 hat sich dahinter eingetragen, sehe ich gerade. Dann ist er entschuldigt. So. Gut, Martin, dann start bitte einmal mit den Mitarbeiterveränderungen. Genau, es gab 3 Kündigungen. Gary und Andrew mussten entlassen aufgrund langer Abwesenheit. Und Bailey hat gekündigt von sich aus. Das war's schon. Dann John, deine Themen. Gut, also, einige von euch oder viele von euch haben bei der City 2 nach dem ACLS den Weg unter der Brücke durchgezeigt bekommen bei der Ausbildung. Wenn ihr euch mal den Linienplan genau angeschaut habt, wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass das nicht der eingezeichnete Weg ist. Das ändern wir. Ab sofort ist das dann der neue offizielle Weg an der Stelle. Die Route über den Highway kann gefahren werden, wenn ihr euch sicher seid, wie ihr da fahren müsst. Ansonsten würde ich das dann auch nicht empfehlen, wenn ihr das noch nie gefahren seid. Weil man da schnell mal in die falsche Richtung fährt. Und dazu Fragen? Ne? Okay. Dann, ich habe jetzt heute und ein paar Mal die Woche gesehen, dass das Tempolimit auf dem Hof nicht ganz eingehalten wird. Und dann nochmal die Erinnerung, nur Schrittgeschwindigkeit auf dem Hof fahren, da es schon zu Einnahmeunfällen gekommen ist. Genau. Aber es ist generell schon mal in die richtige Richtung gegangen. Dann
Eine kurze Frage in die Runde. Wer hat denn noch nicht die Mail ans PD bezüglich der Führungszeugnisse geschickt? Oder hat die hier jede Anwesende die hier geschickt? Jo. Nee, ich glaube nicht. Ja, habe ich. Habe ich gemacht. Einmalig oder muss man das irgendwie? Das war diese einmalige Sache prinzipiell. Oder war mit einem von uns direkt dort und hat es dort machen lassen? Das Führungszeugnis. Das wäre die Alternative. Also ich noch nicht. Okay. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Habe ich? Habe ich nicht? Moment. Ich auch nicht. David, du hast schon. Perfekt. Dann Tom, Harald, wäre gut, wenn ihr das noch machen könntet. Einfach ist das verpflichtend? Ja, das ist verpflichtend. Geht beim PD einfach hingehen, ne? Oder wo? Eine E-Mail ans E-Mail. PD. Lage nehmen, und dann ah, okay. PD schicken. Okay. Boah. Arbeitsvertragsrelevant, dass wir uns da absichern müssen. Wie noch? Und du bist durch mit deinem Team? Meine ich, ja. Hauke, dann dein Thema. Hauke, eingeschlafen? Entschuldigung, ich war gerade Gedanken. ja, nochmal der Hinweis, also alle zwei Wochen geht ja unsere komplette Dienstkleidung in die Wäsche. Da nochmal der Hinweis, wir machen es ab sofort so bis Mittwoch. Nehmt ihr die bitte spätestens wieder hinten raus. Solltet ihr die nicht rausnehmen, dann wird Controlling oder die Geschäftsführung die rausnehmen und erstmal wegschließen. Das heißt, wenn ihr was vermisst, dann bitte bei uns melden. Hat den Hintergrund, dass wir, damit wir wissen, wie viel Dienstkleidung überhaupt noch da ist, wenn die jetzt hier in 20 Schränken verteilt ist, ist halt, haben wir da keinen Überblick. Ja, hast du Fragen? Dann nochmal ein kleiner Reminder, gerade an die Kollegen, die abends bzw. nachts im Dienst sind. Denkt bitte daran, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt außer Dienst geht und die letzten seid, Venture-Status bitte auf Außerdienst setzen. Habe ich hier als Abkürzung DP eingetragen. Ich habe keine Ahnung, was du damit willst. Keine Ahnung, was es da sein soll, weiß ich gar nicht. RDP. RDP. Das heißt, genau. Also Schloss. Schlüssel. Genau, Schlüssel im Monat setzen, dann gucken, dass alles zu ist. Genau. Da bitte einmal noch mit drauf achten. Und ich hatte letztens, war ich gesehen, da hatte mal wieder irgendjemand im Dienst, Außerdienst eingetragen. Das bitte also auch überwachen, dass das nicht passiert. Dazu Fragen. Der Fall, dann starten wir mit der neuen City, mit den mit der geänderten City-Linie ab nächster Woche Sonntag 18 Uhr. Und warum wir das auf den nächsten Sonntag setzen, ist, dass wir noch mit Wiesel News sprechen möchten, damit es noch einen Artikel gibt mit den ganzen Änderungen. Das heißt, 19.12. 18 Uhr die neue City 1 und die neue City 2 ist dann dazu Frage. Eine Frage, eine Anmerkung. Mhm. Also ich spiele auch nochmal all denen an, die gerne nochmal üben wollen, kommen durch auf uns zu und wir kriegen das schon hin, falls sich jemand noch nicht ganz so sicher ist, obwohl es die Freigabe hat. Genau, das wollte ich guter erinnern, das ist mir, wollte ich auch nochmal ansprechen. Alle die sich da noch nicht so ganz sicher sind oder nochmal üben wollen, wie es James gerade schon gesagt hat, geht da gerne auf die Ausbilder nochmal zu, hat dann nochmal eine Runde ruhig mit, ist kein Problem. Das muss man wirklich lange üben. Dazwischen war, nicht, dass das vielleicht dann schon und jetzt ein paar Runden aus den Köpfen ist. Das kann durchaus mal sein. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Der Einreiseleitfaden wird dann aktualisiert oder so? Das wäre jetzt mein Thema. Ah, okay, dann. Der Einreiseleitfaden ist
gerade aktualisiert im Anhang ganz unten aktuell die Kurz- und Langfassung zu finden. Wenn dann am Sonntag das startet, wird das dann ganz dann nach oben, wird es dann gesetzt bis spätestens dahin. Sehr gut. Genau. Weitere Fragen dazu? Dann, aufgrund der Weihnachtszeit entfällt am 26.12. die sämtliche Dienstbesprechung. Das macht dann keinen Sinn, da irgendwie was zu besprechen, wenn die meisten so sein. Den 2. würde ich auch ausfallen lassen, oder? 2. Januar. Dann haben wir aber 2 Wochen lang gar nicht, oder? Ja, 2 hintereinander würde ich nicht so gerne machen wollen. Ja. 2. würde ich ruhig machen, allerdings dann geht so spontan entscheiden, dann ohne Anwesenheitsprüfung, weil das auch kurz nach Neujahr ist. Also wer dann da sein möchte, kann dann da sein. Würde ich einfach sagen, ist dann da und dann ist gut. Wird ja wahrscheinlich, also hoffentlich über Weihnachten eh nicht so viel passieren, aber da weiß man ja auch immer nicht, ja. Genau, dazu Fragen. Mit das Thema hatten wir ja gerade, dann Barry, deine beiden Themen. Ich hatte noch das ein Thema mit dem Unfallbericht. Achso, ja. Genau, dass sobald so ein Schaden ist, dass halt auch RCLS involviert wird, ist es egal, ob es auch ohne Personenschaden immer einen Unfallbericht anfertigen. Genau, kurz. Und mit RCLS involviert meinen wir nicht, ihr müsst den anrufen, sondern auch genau. Schaden, der dann repariert wird. Vor Ort dann, also hier auf der Werkstatt, genau. Genau, richtig. Gut, dann Barry ist jetzt gerade, glaube ich, einmal austreten. Ich jetzt die Themen einmal kurz übernehmen. Achtet bitte nochmal darauf, insbesondere die neuen Kollegen, die kennen das vielleicht noch nicht ganz so. Nach 3 Stunden andauerndem Einsatz eines Busses sollen die Busse bitte getauscht werden. Hat den Hintergrund, der kennt vielleicht dieses Motorenrasseln, was da ganz gerne mal auftritt nach einer gewissen Zeit. Und halt auch, damit die Busse irgendwo rotieren können und noch ein bisschen Schonzeit haben. Da also bitte selbstständig darauf achten, dass die Busse nicht länger als 3 Stunden im Einsatz sind. Oder wenn ihr seht, sorry. Ja, sag ruhig, Martin. Oder wenn ihr seht, der hat mehr Runden als der andere, dann tauscht den bitte aus. Das macht nicht nur Controlling, sondern ihr könnt das auch machen. Wollt ihr auch machen. Ja, und eine halbe machen, Stunde Pause zwischendrin tut nicht von diesen 3 Stunden dann das Zurücksetzen auf 0. Genau. Also da ruhig dann schön die Busse immer alle mal fahren, damit halt nicht irgendwie ein Bus mal 20.000 Meilen mehr hat als der andere. Das ist nicht so gut. Da bitte schön drauf achten. Dann der Termin für das Fahrsicherheitstraining. Da müsst ihr mich jetzt mal kurz ab. Okay, Barry ist wieder da. Das heißt, wir fahren nicht vor hier ab. Barry, ich verstehe dich nicht jeden. Sorry. Also, wir fahren hier 19 Uhr ab. Ich werde wahrscheinlich schon ein bisschen früher da sein. Also früher weg sein. Wir werden vorher losfahren. Und dann wird der Großteil 19 Uhr dann hier 19 Uhr losfahren. Das heißt, wann ist Datum? Es ist gestern in einer Woche, 18.12., 19 Uhr. Hatten sich einige gemeldet, dass es da passt. Programm steht mittlerweile soweit, aber das wird dann alles an dem Tag kommen. War dann einfach. Auf das hören, was gesagt wird. Barry, den anderen Punkt hätte ich gerade schon übernommen. Okay. Habt ihr Fragen, Wünsche, Anregungen für die große Runde? Ja. Ja. Oh. Ich habe was, da muss auch, also ich glaube, da muss sich jeder, auch ich, mich in die Mangel nehmen. Wenn wir funken, bitte daran denken, dass wir, wenn wir den Knopf drücken, auch erst dann reden und nicht vorher schon reden und auch lang genug drücken, dass man auch immer noch alles versteht. Das kam jetzt öfter vor, dass man teilweise nicht mehr alles gehört hat.
Genau. Dazu nochmal eine grundsätzlicher Vorgang. Erst den Funkknopf drücken, kurz warten, so eine Sekunde. Dann sprechen und nach dem Sprechen auch nochmal ungefähr eine Sekunde warten und dann erst den Funkknopf loslassen. Die Funkgeräte hier sind ein bisschen speziell, da müssen wir so ein bisschen gucken, dass das immer alles so durchgeht. So, guter Punkt. Zum Funken auch, ihr könnt euch gerne auch über den Funk auf den Linien unterhalten. Jetzt im Funk rülpsen muss nicht unbedingt sein. Und relevante Funksprüche haben trotzdem Priorität. Gegenüber Quatschen. Quatsch könnt ihr gerne mal im Funk auch machen, aber halt bitte auch darauf achten, dass halt der normale Funk läuft. Ja, ich hätte noch eine Frage. Achso, okay. Oh, sorry. Ja? Wenn man in Sandy Shores und so unterwegs ist, dann ist oft der Funkempfang ziemlich schlecht. Ist da irgendwie eine Besserung irgendwann? Eine bessere Funkgeräte oder so? Nein. Okay. Das ist tatsächlich... Das gleiche Problem hat das die Behörden auch mit den Handfunkgeräten, also... Ich glaube, die... Weil einfach ein Mast aufstellen und gut ist. Ja, das wollen die, glaube ich, auch schon länger bewegen dazu, aber das ist noch nicht passiert, deswegen... ich denke nicht, dass nur weil wir Busfahrer jetzt da Mimimi machen, dass dann die noch schneller den Mast aufstellen. Ja. Ich glaube, die einzigen, die halbwegs da teilweise solide hingekriegt haben, waren damals die Notfallfunkgeräte vom Militär. Ja. Genau, das ist halt so ein Ding, ne? Gerade dann müsst ihr auch darauf achten, dass ihr schön deutlich halt und langsam auch sprecht im Funk. Und vielleicht auch darauf achten, gerade wenn ihr Leitstelle zum Beispiel macht und ihr wollt irgendwie die nächste Runde durchfunken, macht das nicht unbedingt, wenn die Nord gerade in Palito ist, sondern wartet da vielleicht lieber bis es 50 oder so ist, oder 20, bis die Nord halt wieder am... ein bisschen mehr in der Stadt ist. Genau. Also man kann ja in der Tat bei Multichat Funkmasten aufstellen, damit da der Empfang besser ist. Ich nehme an, es gilt nach wie vor die Beschränkung der aktiven Mitarbeiter, ja? Korrekt. Genau, das war noch ein Punkt, stimmt, weil es gerade anspricht. Wir hatten ja mit dem Taco gesprochen. Die Subventionen, die werden nächstes Jahr, also Anfang nächsten Jahres, neu berechnet. Nee, bis zum Jahresende hieß es in der Mail. Ja, bis zum Jahr, also Anfang nächsten Jahres ist dann Jahresende. Wann dieses Jahr kriegen wir dann die Mail, wie es dann aussieht und dann schauen wir weiter. Wann sind die lustig? Aber es war jetzt schon mehrfach der Fall, dass ich auch wieder heimgefahren bin, weil man dann zu viele Leute gewesen wäre. Mhm. Ja. Also es wäre schöner, man könnte fahren und mehr anbieten sozusagen. Ja, letztens... Wie viel Uhr war das ungefähr? Bitte? Wie viel Uhr waren das, würdest du sagen, ungefähr? 22, 23 Uhr. Und da waren dann 5 Mitarbeiter im Dienst schon? Ja, 6 Stück. Mit Ausbildung. Dann habe ich die Leitstelle Ausbildung angerufen. Mit Auszubildenden. Ein Auszubildender war noch mit dabei bei den 6. Hm. Aber die zählen ja nicht, die darfst du ja nicht mitrechnen. Also waren 6 Fahrer im Dienst. Mhm. Nee, 5 Fahrer plus ein Azubi, oder? Genau, 5 Fahrer plus ein Azubi und ich hab die Leitstelle angerufen und da war dann, nee, lieber nicht mehr einbuchen, weil Grenze. Dann bin ich wieder heimgefahren. War das? Vorgestern. Hast du noch? Ja. Freitagabend. Ja. Ja, da hatten wir, das war der Abend, wo wir die längere Nachtschicht gemacht haben, da wären wir dann, glaube ich, sogar zu SIP gewesen, weil da hatten wir auch, glaube ich, fast 3 Stunden eigentlich auch irgendwie... Wo dann immer mit ausgestempelten Pausen hin und her getauscht haben. Ja. Das wäre halt schön. So, ja, es geht aber nicht, ne? Das können wir finanziell nicht machen. Das ist, wir müssen halt gucken, dass wir da eine gewisse, wir müssen natürlich euch auch bezahlen. Ne? Und wenn dann 7 Leute im Dienst sind, ist das halt doch irgendwo dann ein bisschen also, viel. Wir müssen dann ja nicht nur euch bezahlen, sondern auch die Tankkosten, die ihr Anführungszeichen verursacht, sag ich jetzt mal. Genau. Dann ja doppelte Ausgaben, mehr oder 2 Ausgaben, nicht nur euer Gehalt. Genau. Und dadurch, dass das aktuelle so ist, dass die Tankkosten gestiegen sind und die Lohnkosten gestiegen sind, und das Taco sich gleichzeitig Zeit lässt bis nächstes Jahr und diese ganzen Subventionen anders, also noch auf diesen alten Stand berechnet sind,
ist es halt aktuell so, dass wir diese Einschränkungen machen müssen. Ansonsten geht uns irgendwann das Geld aus und dann kann gar keiner mehr fahren. Und deswegen müssen wir halt leider diese Einschränkungen machen. Hat der Staat halt Pech gehabt, wenn er so lange braucht. Selber schuld. Gibt es denn da eine Prognose? Also wie wird sich denn die Situation dann verändern? Also wenn die neuen Subventionen kommen, dann geht alles wieder aufs Alte. Aber das ist halt, wenn das Taco dann mal irgendwann kommt. Aussehen, wenn wir haben was hingeschickt, eine Berechnung. Also die müssen auf jeden Fall nach oben gehen, weil Sprit ist teurer geworden und die Gehälter sind angestiegen. Das heißt, allein wenn wir uns daran orientieren würden, müssen sie uns mehr geben. Ja. Aber können wir mit dem Geld? Warum geht das alles nicht ganz einfacher? Man überweist die Summe X, ja? Wir wissen ja, was wir im Monat brauchen, ne? Ja. Das kommt halt darauf an, wie viel ihr fahrt. Ja, deswegen. Wir wissen, was wir im Monat im Durchschnitt halt ausgeben. Ja, das wisst ihr. Ja, ihr habt die Zahlen. So, und dann tut ihr eine Summe X drauf. Für den Fall, es würde mehr gefahren. So. Und alles, was überbleibt, geht am Ende des Monats zurück oder wird verrechnet mit der neuen. Warum nicht so? Warum muss man da... Wir machen es ja aktuell schon so, dass wir am Ende des Monats immer zurück machen. Ja, aber ich verstehe nicht, warum man da so lange dran berechnen muss, wenn man fast 2 Jahre lang die Zahlen hat. Warum muss man so lange berechnen? Warum sagt man nicht einfach, okay, das sind eure eure Ausgaben, die ihr habt ihr. Ihr kriegt Summe X drauf, falls es mal mehr wird. Wenn es dann mehr wird, ist das so? Ja, und alles, was dann noch überbleibt, kommt zurück oder wird halt verrechnet. Warum muss man da so lange berechnen? Du musst es nicht berechnen. Ja. Also das kann auch sein, weil die wollen das mit dem Subventionsvertrag zusammen an uns schicken, soweit ich es mitbekommen habe. Dass es an dem eventuell noch ein wenig scheitert, weil der vielleicht noch ein paar Tage länger braucht. Ich weiß es nicht. Und die wollten auch kein subventioniertes Unternehmen bevorzugen vor anderen. Also sagen, gut, wir machen die jetzt und die anderen dann erst am Ende, danach, sobald die fertig sind und nicht alle gleichzeitig und schicken alle gleichzeitig raus. Das war auch irgendwo ein Argument. Kannst du nicht sagen. Im Endeffekt kommt es einfach nur runter zu Behörde. Braucht halt länger, können wir nichts machen. Ich glaube, wenn wir uns hier gegenseitig Verbesserungsideen hin und her werfen, bringt es genauso viel, weil wir wissen alle, dass es besser gehen könnte, aber geht nicht. Das müssen wir jetzt, glaube ich, aktuell einfach alle mitleben. Aber viel weniger als die Behörde interessiert mich, wie viel haben wir denn angefordert? Also haben wir denn so genügend angefordert, damit wir 4 Linien fahren könnten? Ja. Und Also die Berechnung, die wir gemacht haben, ist so, dass wir wieder wie bisher machen können. Okay, aber das heißt nicht mehr. Unsere Rechnung ist quasi die gleiche Berechnung wie für die aktuelle Subvention, nur mit den neuen Preisen. Genau, also es ist einfach nur die neuen Werte, die gestiegenen Lohnkosten, die gestiegenen Spritkosten sind so reingeschrieben. Wenn ihr so verrückt werdet, dass wir durchgehend 5 Linien im Dienst hätten, müssten wir natürlich wieder zum Taco gehen und sagen, ey, unsere Fahrer, die machen hier komische Dinge, wir brauchen mehr Geld. Ich finde es cool, wenn ich das machen muss. Und ich denke, Also wenn man sich die letzten Wochen anguckt, dann ist die Fahrleistung im Vergleich zu Anfang des Jahres, sag ich mal, immens gestiegen an Fahrern, die Bock haben, lange und viel zu fahren. Genau, definitiv. So. Und ihr rechnet ja auch immer eine gewisse Auslastung der Linien aus. Genau. Und auch da würde ich einfach höher gehen. Also die aktuell nicht nur auf Gehalts- und Spritkostenausgaben gehen, sondern auch auf die Aktivität der Linien hochsetzen. Um da mal einzuhaken, also alle die Linien sind auf 100% gerechnet. Ich wollte gerade sagen, in der Zeit von in den Hauptverkehrszeiten prinzipiell alle die zwei Hauptlinien durchgehend und von wann bis wann war das nochmal, John? Von 16 bis 2? 16 bis 2, ja. Für alle? Das sollte so sein. 18 bis 2. 18 bis 2. Von 18 alle 4 Linien. 2 Uhr können alle 4 Linien fahren und von 11 bis 2 Uhr
die Einzellinien. Und wir hätten trotzdem immer noch ein Plus von ein bisschen. Und da kommen wir halt im Leben nicht hin, ne, mit den... Und da wir das nicht durchgehend erreichen, weil immer irgendwo mal nicht ist, aber wir immer einen Puffer von einem Tag weniger verbraucht, den wir dann für andere Tage benutzen können. Und wir sehen ja, wir kriegen ja unsere die Zahlungen wöchentlich, und wenn wir die innerhalb einer Woche um, keine Ahnung wie viel, 1000 überschreiten würden, würde es uns ja auffallen. Wir haben auch noch einen Puffer immer übrig, um eben sowas auffangen zu können. Aber dann würden wir natürlich auch zeitnah reagieren und aufs Hakko zugehen. Wenn das jetzt ein Dauerzustand werden würde, wo ihr einfach so reinhaut, dass wir mehr Geld brauchen. Das haben wir ja Anfang des Jahres gemacht, aber ja, das ist auch so, dass die Subventionen, glaube ich, zwei Drittel niedriger waren. Dann sind wir aus dem Taco gegangen, beziehungsweise damals noch zum DOL war das. Haben wir die Subventionen ja auch erhöht, weil ihr ja da richtig Gas gegeben hattet Anfang des Jahres. Und ja. Genau, so berechnet sich das halt ungefähr. Ne? Gut, weitere Fragen? Ja, Frage. Hm? Mir ist aufgefallen, ich bin nun nicht so lange hier Busfahrer, richtig? Und dieses Unternehmen existiert hier schon eine ganze Weile. Aber ich bin in meinen Tagen hier, bin ich über verschiedene Stadtkarten gefallen und ich muss feststellen, dass unsere Bushaltestelle oben, warum heißt die Vinewood Boulevard? Weil gemäß verschiedener Karten, muss ich sagen, ist das dort oben eigentlich West Eclipse. Vinewood Boulevard ist viel mehr im Osten. Gibt es dafür einen Grund? Vinewood Boulevard deswegen, weil an der Kreuzung der Vinewood Boulevard anfängt. Und wir damals gesagt hatten, wir brauchen halt einen Namen. Bei Vinewood hatten wir damals Vinewood Ost, Vinewood West. Und das ist nicht richtig, Thilo. Das ist sagen, bei mir fängt da der Eclipse Boulevard an. Richtig. Genau. West der Vinewood Boulevard und Eclipse Boulevard ist das. Deswegen, das ja. Ist so diese Frage. Da wurde ich nämlich schon des Öfteren mal angesprochen, weil der Vinewood Boulevard ist viel mehr im Osten. Erst fängt der an, hinter dem Eclipse. Aber fängt der nicht an der Kreuzung westlich vom Generic an? Also vom Generic ist doch schon Vinewood, nein, oder? Nein. Fängt der denn an? Hinten erst bei dem Alien-Gebäude, oder was? Ja. Okay. Das hatten wir doch aber damals. Bei der ersten Straße, die nach Norden geht und sich dann nach rechts gabelt, da fängt der Las Lagunas Boulevard an der Kreuzung. Da fängt der Vinewood Boulevard an. Ja, keine Ahnung, wo das ist, weiß ich nicht. Also wir hatten das ja aber damals uns angeguckt gehabt, also ich weiß es nicht. Nee, also die Kreuzung ist West Eclipse Boulevard auf Eclipse Boulevard. Mhm. Ja, im Endeffekt auch, kann man es auch ganz einfach sagen, ist ein bisschen, es ist mehr auch noch der Stadtteil mit drin. Nicht ganz akkurat, aber hat sich mittlerweile eigentlich so eingebürgert, die alte Stelle, glaube ich, einfach. Ja, Zeit, das zu ändern. Muss ja eh geändert werden, alles. Noch können wir's. Das ist tatsächlich eine gute Idee, ja, ein guter Hinweis. Aber wenn jetzt einmal die Pläne neu gemacht werden, warum ja. Direkt ändern? Da habe ich auch noch was mir aufgefallen ist. Das ist erst eins nicht. Das stimmt. Durcheinander. Hm. Dann Vorschlag für die Haltestelle. Namen? Ne, Eclipse Boulevard. Eclipse Boulevard. Hm. Ja. Ja, richtig. Stadtteilmäßig ist da nichts anderes möglich, ne? Ne, ist auch noch Vinewood West. Also halt auch noch Vinewood. Das Einzige, was man machen könnte, Vinewood Boulevard auf Vinewood West und Vinewood West auf Vinewood Mitte. Warte, das wir haben noch gehen, aber das ist ja zu kompliziert. Nee, das ist, weil wir schon alte Vinewood West haben. Oh mein Gott, ich komme völlig durcheinander. Nee. Okay. Nee. Man muss ja auch an die Leute denken, dass die das dann auch noch auseinanderhalten können. Dann der Eclipse Boulevard. Ich sehe es aber, ja, ich sehe es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wieso fällt uns das jetzt nach so vielen Monaten erst? Ey, das habe ich schon ganz oft gesagt.
ist noch nie zu mir durchgedrungen, also. Nee, nennen sie doch einfach Vinewood Hills. Dann wissen die Leute, von da aus geht's in die Vinewood Hills. Das wäre auch eine Alternative. Das wäre auch gut, der ja. Vinewood da drin. Schön war noch den Stadtteil behalten im Namen. Dann hast du Vinewood Hills, Vinewood West, Alter, Vinewood Ost. Ja, klingt doch gut, Vinewood Ost. Genau, Vinewood Hills. Verwirrung. Also Vinewood Ost, Vinewood West, Vinewood Ost. Dann würde ich sagen, machen wir Vinewood Hills. Dann haben wir auch einen Stadtteil drin. Gut, John. Also mir ist was aufgeschrieben, ich habe ja unseren schönen Visual News Artikel gelesen, ne? Ja. Und da steht halt drin, dass die Haltestellen keine Firmennamen beinhalten. Und der ACLS. Ja, ACLS existiert, gibt keine bessere Lösung, haben wir auch schon uns die Köpfe drüber zerbrechen. Ja. Also, wie könnte man das denn nennen, wenn man das nicht ACLS nennt? Würde man dann am Hafen. Werkstatt an der Ecke. Industriegebiet, Flughafen oder so, keine Ahnung. Los Santos International Airport Parking, so wie die Metrostation. Ewig. Und ein bisschen verschieben. Das ist ja, tatsächlich ich die... was. Das wäre die einzige schöne. Ja, aber verschieben würde ich die nicht. Da gibt es ja nichts, wo man dann halten kann irgendwie, oder? Ja, nee, verschieben würde ich die alleine aus dem Grund nicht, weil ACLS ist der einzig relevante Laden da in der Ecke. Ja. Und das, die dann weiter von dem wegziehen. Ist das da ein Industriegebiet eigentlich, oder? Nee, das ist halt alles, gehört auch alles eigentlich zum Flughafen da in der Ecke. So. Ja, da ist ein Hotel theoretisch, da ist... Gewerbegebiet, Flughafen oder so kann man nicht. Ja, das ist ja... was ist denn, wenn wir nicht an unserem Testparkplatz vorbeifahren, sondern gerade aus diesem Bogen fahren und dann kurz bevor wir wieder auf die Straße fahren, rechts halten bei diesem Parkplatz? Sind wir halt komplett weg vom ACLS. Aber ja, wie meinst ACLS du? Ist halt, denke ich mal, so die einzige Ausnahme und Yellow Jacket geht halt nicht anders, weil da halt kein Stadtteil ist. Hm. Genau. Naja, das ist aber halt der Grund. Yellow Jacket können wir rausschmeißen, die können bis zum Airfield laufen. Hm. Ja, ich habe auch schon mal... Jetzt alle die Straße entlang torkeln. Ja, theoretisch schon, ne? Ich weiß. Ja, müssen wir uns, glaube ich, nochmal überlegen. Müssen wir mal probieren. Ich schreib's mal für Dienstag auf. Donnerstag. Donnerstag sag ich ja. Wir haben ja auch Donnerstag gesagt. Ja. Könnte man ja auch machen, dass man den Yellow Chicken weglässt und halt wirklich sagt, man fährt zum Sandy Shores Airfield. Ja. Ist gerade irgendwer im Besprechungskunden? Nö. Müssen wir nur gucken, dass wir dann Weasel News erst am Freitag dann im Endeffekt ranholen, oder? Ja, du kannst schon, ja, es geht schon mal mit dem, dass die Bescheid wissen und genau. Artikel basteln können. Ja, ich meine, City kann größtenteils schon mal. Kannst du unter. Können auch Änderungen kommen. Ja, ich würde jetzt das in Yellow Jacket nicht unbedingt übers Knie brechen, das ist jetzt auch nicht so dringend und wichtig. Der Artikel geht ja über die City-Linie hauptsächlich, von daher. Genau. Barry, wenn das noch mit einträgst, dann trag bitte noch mit ein Änderung Haltestellennamen Vinewood Boulevard auf Vinewood Hills. Nicht aus. Ach, das dann auch erst ab Sonntag 18 Uhr. Ab Sonntag dann, genau. Hauke, das dann noch für dich bitte dann noch mit damit ansprechen, ne? Bei ja, ja, hab ich mit aufgeschrieben. Guter Input von euch, Dankeschön, sehr gut. Ihr seht, das wird dann noch mal gerne mal direkt umgesetzt. Sehr gut, wunderbar. Habt ihr weiteres an Themen? Achso, eins noch. Wegen der Metro, da sind wir ja noch gefragt worden. Dort hatten wir den Termin mit dem Taco und zum einen kann ich ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wusste die Dame nicht mal, dass aktuell die also bisher die Stellwerke ja irgendwie veralteter Technik waren und die Gleise verrostet waren, die war komplett aus dem Häuschen. Und sie meinte dann auch da, das Kehrt wird auch erstmal abgekehrt, weil das aktuell noch in einem unteren Festlandunternehmen ist. Das. Genau, richtig. In einer Ich habe die Züge erst die Tage auskommentiert. Festlandunternehmen. Achso.
die fahren das aktuell. Ja. Ich vermute mal, die haben dann die Gleisanlagen ausgebessert oder wie auch immer. Genau. Ja. Aufgespuckt und poliert. Genau. Und da machen die gerade Testfahrten, die wohl immer noch am Laufen sind. Genau. Mhm. Da müssen wir dann mal gucken, wann wir da nachher Infos kriegen und wie wir das dann auch dann integrieren. Aber das ist dann was, wo wir dann auch dann euch dann mit dazu holen und euch ins Boot holen. Dann machen wir dann eine große Besprechung, wo wir dann auch euren Input dann haben wollen, was wie wann machen wir, aber dann, wenn es soweit sein sollte. Genau, wir haben auch gesagt bekommen, dass sie sich dann halt informiert bezüglich oder halt versucht dann, die uns Informationen zu beschaffen, was eventuelle Fahrpläne oder so dann angehen würde, wie die fahren. Falls wir die dann auch mitnehmen. Und bis dahin sollen sich, wenn Leute sich bei uns melden, dann wir die an Stacks and Commercial Office verweisen, beziehungsweise den Partner of Labor. Ihr könnt schon, wenn ihr wollt, euch ein paar Bilder angucken. Hauke hat schon ein paar Bilder gemacht. Auf der Bilderseite von uns könnt ihr euch schon mal die einige Dinge angucken. Das Gute ist ja, du kannst nicht verfahren mit der U-Bahn, ne? Mhm. Genau. Aber das schauen wir dann. Kommt mir sehr entgegen. Ja. Aber wenn wir gerade schon mal so viele sind, hebt mal die Arme, wer grundsätzlich von euch Interesse schon mal an Metrofahren hätte. Ja, vielleicht. Mal schauen. Ich bin am Essen. Wenn ihr. Gut, wunderbar. Sehr schön. Können wir die wieder runternehmen, alle? Wunderbar. Dann, habt ihr sonst weitere Themen? Wünsche, Vorschläge? Wir hatten uns vorhin unterhalten über Fly an der Winterjacke, wenn es jetzt kälter wird. Bisschen Arbeit. Ah, super. Kann aber auch sein, das müssen wir auch dazu sagen, aufgrund der aktuellen finanziellen Lage können wir euch nicht versprechen, dass wir das euch alle stellen können. Dann zahle ich einen Obolus dazu. Also, im Zweifelsfall müsstet ihr euch da vielleicht erstmal selber dann was organisieren. Je nachdem, wie teuer das Ganze ist, müssen wir auch gucken. Ist es denn mit Firmenaufdruck oder wie? Das ist in Klärung. Also, okay. Wir sind da gerade in Gesprächen und Klärung. Inwiefern was da machbar ist. Irgendjemand atmet hier gerade sehr schwer. Ja. Ich glaube, Harry. Nee. Ich glaube, die 17. Also, ich habe kein Problem damit, meine Jacke einen Bonus dazu zu zahlen, für die Jacke. Ja, das ist 17. Nix 17. Okay. Hat jemand im Besprechungsdrinks drin? Nein. Von uns? Nein. Dann trage ich das mal kurz mit dazu. Das Thema hatten. Da hörte man eine richtig, richtig lange Besprechung mal wieder. Das hat man jetzt schon eine Weile nicht. Dann hatten wir jetzt hier noch Metro. Weinbottles. Pension und Winterjacken. Gut, weitere Themen von eurer Seite. Also ich habe Winterreifen auf meinem Auto. Wie sieht's mit den Bussen aus? Müssen wir nochmal beim ACLS nachfragen. Ist in Auftrag. Ich weiß nicht, wie der Stand aktuell ist, ob die schon drauf geschraubt wurden oder noch nicht. Ja. Aber habe ich in Auftrag gegeben. Von denen, die interessiert, $160. Alles. Ich habe 170 bezahlt beim ACLS. Ja, ich hab's auch selber gemacht. Wow. Ja, was denn? Hast du Geld gespart? Ja, klar. $10. $10 haben oder nicht haben, ne? No. Genau. Ja? Wie lange dauert es noch mit der Zapfsäule hier, oder? Ist ja auch ein Fall, der Ding ist da, funktioniert, ja, kostet ja. 75 Cent mehr, heißt, kannst du dir denken, wieso noch nicht. Ja, ja, deshalb ja, das ist eine Frage, wann das denn losgeht. Heißt, gleiches wie alles andere, wenn Taco Subvention macht. Oh, okay. Weitere Team. Mm-hmm.
Dann sind wir soweit durch. Dann möchte ich den David einmal bitten und den James nochmal bitten, kurz bei uns zu bleiben. Alle anderen, allen anderen wünsche ich schon mal einen schönen Sonntag noch. Danke. So. Gleichfalls. Gleich. Auch so. Jo. Zum nächsten Mal. Und vielen Dank nochmal für die gute Weihnachtsfeier, ja. Hat echt Spaß gemacht. Ja, richtig gut. Mega Spaß gemacht, ja. Ja. Gut. Gut, ich kümmere mich dann mal eben um Meilen. Ja. Ah, wegen der Rebecca. Ja, können wir mal raus. Ja, können wir mal raus. Ja, also eigentlich. Ich nicht. So, ganz schön laut da drin. Ja, ein bisschen viel. Hast du zufällig was zu trinken? Wenn du kurz kaum machst. Müssen wir schnell vor. Ist mir relativ. Ich trinke alles außer Kirsche. Kakao, die Firma hat's bezahlt. Ja, ich kam hier nicht hin, weil ich da irgendwie gerade ganz dringend nochmal auf Klo musste. Warte, dann kriegst du was zu essen noch gleich hinterher. Och, also, du bist ja hier. Mensch, da soll doch keiner umkommen. Ja, danke dir. Ja, ich das war Zufall. Ich bin hier angekommen und da stand eine Frau da. Dann habe ich sie angesprochen. Ich habe sie nicht erkannt, habe ich sie angesprochen und meinte so, sie wäre die Rebecca. Und dann habe ich irgendwie die direkte Verbindung hergestellt zu dir und habe gesagt, da wartest du bestimmt auf den Matt, weil ich gesehen habe im RDP an dem Tag, dass du gerade eingebucht warst und dann Ausbildung wahrscheinlich gemacht hast gerade. Ja, da war ich Ausbildung, genau. Genau, und dann hat sie mich angeschrieben. Waren da noch mehr dabei? Nee, da war nur sie hier gestanden. Und ich meine ich? War ich da alleine gefahren? Ich weiß, ihr wart eine andere Linie als ich. Ach so, okay. Das war in dem Moment, das war der Tag, an dem so viele unterwegs waren und ich nicht fahren konnte. Ja, das war die Nacht. Ciao. Genau, und dann hat sie mich angeschrieben. Okay, hast du das einfach nur als Zufall oder was? Sie stand hier und ich habe Wir haben nämlich uns überlegt, wie du da, wer das irgendwie was erzählt habt oder wo du das her hast. Wie, wo ich das her habe? ihr habt doch im Bus mitgesessen. Ach und so. Habt euch immer unterhalten, die ganze Zeit. Ach, stimmt. Ach, das andere Mal oder was? Ja, und dann habt ihr mir, dann weil es die Nordlinie ich bekommen habe, hat sie mir doch auch eine SMS geschrieben. Ja, okay. Dann hat sich das ja, dann wir haben uns überlegt. Fahren. Und deswegen hatte ich sie noch im Kopf, also bei mir im Kopf gibt es eine Querverbindung einfach zu dir. Ah, ja, okay, nee, dann hat sich das alles gedacht schon. Genau, habe ich mir auch gedacht. Das schon wieder. Naja, ja. Ihr habt okay. Ja, nur ungern, ne? Ja, du stellst auch nicht. Ich stelle immer. Wisst ihr, wie viele jetzt überhaupt noch fahren wollen? Also ich nicht, ich habe Termine. Wie immer, ich glaube, es sind weniger, also nach der Dienstbesprechung wollen wir weniger fahren, als man denkt. Okay. Okay. So, ich muss ihn mal sehen. Genau, ich würde mich jetzt auch nochmal kurz den Cut greifen. Hat noch jemand von euch, wo ich nochmal mitfahren kann? Nee. Ich hab es hier vergessen. Was hat er denn gesagt? Ja. Chris fährt. Ich bin kein Ausbilder. Dann kannst du nur Mitfahrt machen. Ja, weil James, ich weiß ja nicht, wie lange der noch jetzt da oben. Keine Ahnung. Peter, kannst du ein bisschen leiser sein? Entschuldigung. Kein Problem. Oh, der Herr hat Termine. Ja, leider. Oh, Termine. Oh. Ich mag also gar nicht, aber ich muss. Ben? Ja, ich, je nachdem. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt überhaupt fahren. Okay, Henry hat sich jetzt auch umgezogen. Nee, Harald. Die ganze Zeit schon umgezogen. Harald, ja. Weil... Harry also, und Henry, das ist dann immer, da verdrehe ich es dann immer wieder. Bitte? Okay, ich gehe jetzt auch mal bitte. Um. Bitte? Achso, du haust auch ab. Okay, ja. Ich feiere. Ich aber auch. So, danke. So. Oh, hier, der außer Hood hier. Naja, das ist ja das Einzige, was ich jetzt hier in Regensachen gekriegt habe.
Ich suche immer noch eins, wo ich auch die Kapuze, wo die Kapuze besser ist. Aha. Ich passe zu deiner Hose jetzt. Bei Suburban gibt's was. Tatsächlich. Ja, nee, das, okay. Die sind zwar etwas teurer, aber da ist die Kapuze nicht so festgenäht. Sag ich mal. Henry, ich passe jetzt zu deiner Hose. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ah, jetzt. Ja, jetzt eine schwarze Hose, wärt ihr Yin und Yang. Oh, ist aber, also, wie grell darf das, darf die Kleidung sein? Tauschen, ja. Ist der eine ja. Schwarz und der andere rot. Also so einen schönen Hoodie habe ich auch zu Hause. Irgendein groß, also wenn ihr jetzt entweder Oberteil oder Hose tauscht, kann sich einer von euch irgendwo bei einem nächsten Event als Absperrpöller hinstellen. Ja. So. Gibt's noch, dann noch die roten Leuchtschuhe, so rote Schuhe mit unten LEDs und dann. Ah ja, gibt's ja auch. Ich glaube, es gibt's ja. Ich hab's welche und dann noch diese Leuchtstäbe wie beim Flughafen, weißt du? Oder die Leuchtarmbänder um den Arm und dann. Oh Gott. Das ist schon lustig. So. Warte mal, jetzt wer draußen noch fahren will. Ich fahr jetzt erstmal Washington. Washington, ah ja, stimmt, hast du ja jetzt in Washington. Aber eine lange Strecke bis nach Washington. Ich fahre einen Washington. So. Einmal durch. Ich bin das Tür. Doch von der Tür noch kaputt gehen. Ey, das Transit, Spaß mit Türen. Richtig. So, alles Mögliche kriegt ihr. Also die ganzen Gesicht von dir da drauf. Alles Mögliche kriegt ihr, Firmware-Updates, Software-Updates, aber die Türen nicht. Die scheiß Türen nicht, die müssen mal schneller aufgehen. Da müssen neue Motoren eingebaut werden. Ja. Die schießt dann aus den Angeln in die andere Richtung. Also. Herein. Ja, hat dran geklopft. Lässt dich keiner rein? Na gut, dann schönen Feierabend. Ja, wünsche ich auch. Einen schönen Feierabend. Ja, auch so. So, jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Haben wir gerade weggegeben. Warum ist denn das Auto so schnell plötzlich? Hä? Wieso ist jetzt die Scheibe wieder oben?
Naja, fahre ich jetzt lieber nicht hin. So. Bis dann.